Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Riding Club Championships. Meine Güte, jetzt schon die vierte Folge und die erste von den vier ist noch gar nicht gekommen. Na super. Ja, ich würde sagen, ich fange erstmal wieder damit an, mein Pferd zu putzen. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wie ich das Pferd jetzt benannt habe momentan. Weil das Pferd hat sich ja schon ein paar Mal vom Aussehen her verändert und hat dann auch jedes Mal den Namen mitgewechselt. Und ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wie das arme Tier heißt. Oh je. Müssen wir gleich mal schauen. So, es sind wieder ein paar Leute online. Ich hoffe, dass ich euch ein paar Rennen zeigen kann. Ein paar Turniere. Rennen sind es ja hier nicht, ein paar Turniere. So, jetzt machen wir, dass dein Poppes glänzt wie so eine Speckschwarte. Jawohl. Oh Leute, ich habe schon wieder vergessen, dass ich ja hier die Zeit stoppen. Dass ich ja hier die Zeit stoppen muss. So, jetzt läuft mein Handy und ich will es nicht in das Schokopapier reinlegen. Okay, es liegt daneben. Gut. Ich habe nämlich hier noch Schokopapier liegen. Ich habe nämlich eine leere Schokopackung vor mir liegen, die ich schon seit gestern hier liegen habe. Warum liegt die eigentlich noch hier? Ja, eine gute Frage. Faulheit. Ist sie zurückgelaufen, weil sie es beim anderen Müll nicht ausgehalten hat? Fragen über Fragen. So. Gut, das wäre jetzt auch sauber. Okay, Mähne einmal putzen, beziehungsweise kämmen. Wie macht ihr das zu Hause? Ich mache das so, wenn ich Cash putze. Also die Mähne ist ja sowieso, ne? Die ist ja, weil er sich die recht kaputt gescheuert hat mit den Decken im Sommer. Ist ja von der Mähne nicht mehr viel über. Aber der Schweif, da hängen sich sehr, sehr oft Einstreuteilchen rein. Und teilweise hängen die wirklich so fest, die kriege ich da kaum raus. Und dann mache ich das immer so. Wir haben zum einen so ein Spray, was man da reinsprühen kann, dass der Schweif sich besser durchkämmen lässt, beziehungsweise bürsten lässt. Normalerweise verliest man den Schweif ja Strähne für Strähne. Aber es ist dann halt doch manchmal wirklich extrem aufwendig. Und dann kommt immer das Spray da rein. Und dann mache ich das halt auch gerne so, dass ich dann einfach den Schweif so ein bisschen eindrehe, dass der richtig stramm ist. Unterhalb dieses eingedrehten Teils packe und dann nur die einzelnen Strähnen unter diesem eingedrehten Stück bürste. Weil dann hat man den Vorteil, dass man selber quasi gegenhält und nicht der Zug auf die Haarwurzel kommt, sondern der Zug auf die eigene Hand kommt, beziehungsweise auf den eingedrehten Teil und dann reißt es halt nicht aus. Also wenn ich das so mache mit der Bürste, ich habe hinterher, wenn ich mir die Bürste angucke, oh, wir waren zu langsam. Wenn ich mir die Bürste angucke, da habe ich hinterher maximal 2-3 Haare drin hängen. Wenn überhaupt mal. Das kommt tatsächlich recht selten vor, dass dann überhaupt mal Haare drin hängen. Also ich schwöre darauf, das so zu machen. Weil so reißt man irgendwie dem Pferd keine Schweifhaare aus und trotzdem, doch aus der Richtung. Und trotzdem muss man sich nicht so mega abmühen wie beim Verlesen, weil das finde ich teilweise so nervig. Je nachdem, ob das Pferd wieder alles gegeben hat. Gerade wenn Cash frische Einstreu bekommt, Cash saut sich die Box immer so mega ein und der muss komplett trocken stehen. Ich reite gerade Mist zusammen. Und er muss wirklich komplett perfekt trocken stehen, dass der ganz oft täglich neue Streu reinbekommt. Ja, und neue Streu, die verhängt sich natürlich super gerne überall drin. Und ja, entsprechend ist dann Cashs Schweif, was reite ich mir eigentlich gerade zusammen? Ich sollte mich mehr konzentrieren. Ist dann Cashs Schweif oft, auch 12, aber ich war zu langsam. Ist der dreckiger als, oder hat er mehr Einstreu im Schweif als in der Box? Okay, das ist jetzt natürlich übertrieben gesprochen, klar. Aber, ja. Und das ist dann einfach, je nachdem, wenn ich dann vielleicht noch ein bisschen Zeitdruck habe, dann geht das einfach doch schneller mit der Bürste. Cool ist dafür auch so ein Tangle-Teaser. Diese Dinge auf jeden Fall zum Lösen von Knoten.
eigenen Haaren. Die sind eigentlich auch sehr cool für Pferde, finde ich persönlich. Geht aber auch gut, wenn man nicht so eine Special-Bürste für einen Schweif hat, geht das aber auch ganz gut, zum Beispiel mit der Magic Brush, wobei man da wieder aufpassen muss. Nein, ich werde nicht gesponsert. Ich habe zwar versucht, tatsächlich in das Ambassador-Team reinzukommen für Magic Brush. Ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Was hat leider nicht funktioniert. Und ich werde auch nicht gesponsert von ihnen. Trotzdem finde ich die Produkte gut. Damit, finde ich, geht das auch ganz, ganz, ganz fluffig eigentlich von der Hand. Dass man da ganz gut Schweif und Mähne mit durchgebürstet bekommen, wenn man jetzt eben keine spezielle Bürste hat. Wobei die spezielle Bürste von Schweif, die wir da haben, die sieht nicht großartig anders aus als eine normale Menschenbürste. Das sind halt so einzelne Borsten, so Gummiborsten mit Gumminoppen oben drauf. Da kommt der Krankenwagen. Noch liege ich doch gar nicht im Dreck. Das ist halt so die klassische Haarbürste, die man mittlerweile ja eigentlich immer bekommt, auch in der Drogerie für sich selber. Von daher dürfte das wahrscheinlich sogar mit einer ganz normalen, handelsüblichen Bürste gehen, die man so im Drogerieladen kaufen kann oder im Supermarkt oder wo auch immer. Ich bin ja sowieso jemand, wenn ich mir die Haare mache. Ich liebe Bürsten. Ich komme eigentlich mit Kämmen. Da kommt schon wieder einer vorbei. Kämme, ja, kommt drauf an, für was. Mit Kämmen bürste ich mir tatsächlich die Haare meistens nur dann durch, wenn ich gerade frisch aus der Dusche bin. Erstmal, um die so ein bisschen gerade zu bekommen. Dann gehe ich schon mit der Bürste durch und dann wird sowieso über die Bürste geföhnt. Ich habe so eine ganz, ganz, ganz breite. Die sind zwar auch leider ein bisschen teurer, aber die sind super für meine Haare. Meine Haare verknoten leicht. Und deswegen komme ich mit den schmalen Bürsten einfach nicht so gut klar. Und wozu ich den Kamm auch ganz gerne mal nehme, ist, wenn ich mir die Haare mal für irgendeine Special-Frisur topiere. Aber das kommt eigentlich ganz, ganz selten vor. Wenn ich überlegen soll, wann ich mir das letzte Mal die Haare topiert habe, oh Gott, das ist ewig her. Alleine, ich mache das deswegen nicht gern. Ich finde das cool, wenn die nicht am Hinterkopf so ganz platt anliegen, sondern dass man sie, ja, oben am Hinterkopf so ein kleines bisschen topiert nur. Dass sie so leicht abstehen, so einen kleinen Bogen haben, so ein bisschen Schwung. Aber, wie gesagt, meine Haare sind einfach mega dünn. Und deswegen habe ich dann direkt das Problem, dass die verknoten. Das ist so übertrieben. Ich meine, meine Haare sind leider auch ziemlich kaputt, weil ich sie mir oft zusammenbinde. Und dann kommt unten noch weniger an. Ich muss eigentlich auch mal dringend wieder zum Friseur, sie mir nochmal schneiden lassen, die Spitzen nochmal schneiden lassen. Aber man kennt das ja, wenn man sagt, Spitzen schneiden, dann ist gleich der halbe Kopf weg. Das ist, Das, was ich beim Friseur am coolsten finde, ist eigentlich diese geile Kopfmassage, die man am Ende bekommt, wenn die Haare nochmal durchgespült werden. Oh, das ist... Wow. Das könnte ich mir den ganzen Tag gefallen lassen. Ich liebe ja Kopfmassagen. So. Oh, wir haben jetzt 6 Sachen, die wir aufwerten können. Ja, würde ich sagen, reiten wir mal noch ein bisschen. Ich glaube, mit den 4000 Münzen kommen wir jetzt gerade sowieso nicht allzu weit. Und dann nutzen wir jetzt lieber gerade noch die Gunst der Stunde, dass mal ein paar mehr Leute online sind. Und dann gucken wir uns auch den Namen von unserem Pferd erst am Ende an. Das ist jetzt echt dumm, dass ich den Namen nicht mehr weiß. Tja, da hat man den Kopf schon nur zum Haare schneiden und da geht man nicht mal gern zum Friseur. Seht ihr, bei mir ist alles Käse. Und ich mag keinen Käse. Gott, was laber ich wieder viel Blödsinn heute. Unmöglich. Oh, den kenne ich mittlerweile. Den kenne ich, aber den kann ich wahrscheinlich wieder nicht. Oh, doch, diese Wendung habe ich diesmal direkt genommen, weil ich mich daran erinnert habe. Das klappt normalerweise nicht so reibungslos. Oh, reibungslos. Das erinnert mich an Reibekuchen. Jetzt habe ich Hunger. Leute, warum komme ich immer vom Hölzchen aufs Stöckchen? Das ist doch nicht wahr. Und das war's.
Den habe ich jetzt so oft in der letzten Zeit vorgesetzt bekommen, diesen Parcours. Den kann ich wahrscheinlich rückwärts pfeifen. So in der Art. Sandy Slopes. Was heißt eigentlich Slope? Schlaufe? Sandige Schlaufen. Ja, das könnte sogar sein. Das könnte passen. Das könnte passen. Ja, und Leute. Ah nee, jetzt kann ich den Gag nicht mehr bringen. Jetzt haben wir schon zu Ende gewartet. Verdammt! Jetzt hätte es noch ein bisschen dauern können. Dann hätte ich den Gag noch bringen können. Oh, vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen länger warten. Und? Ja, während wir jetzt abwarten und normalerweise Tee trinken würden, nehme ich anstatt dem Tee einen Energy Drink. Das war jetzt wahrscheinlich mega laut. Das muss ich hinterher runterregeln. Ha, gucke mal da. Man muss nur für jedes Mal warten, eine Energy Drink Dose aufmachen, dann geht's auch direkt schon los. Es ist wie wenn man sich über irgendwas aufregt, weil man meckert. Dann. Man muss nur ein bisschen früher meckern, dann kommen Sachen auch schneller an. Habe ich manchmal so das Gefühl. Deswegen meckere ich auch so viel. Ich bin eine mega ungeduldige Person und ich meckere unheimlich viel. Ich gehe extrem leicht unter die Decke. Aber das ist einfach für mich so ein bisschen so eine Art Stressbewältigung. Wenn ich Sachen in mich reinfresse, wenn mich was annervt, dann explodiere ich irgendwann richtig. Also lass es gleich mal lieber direkt raus und dann ist gut. Wem geht das noch so? Ich mag das nicht, Sachen runterzuschlucken. Also irgendwelche Sorgen oder Ärger oder sowas. Das posaunt man am besten direkt raus. So, ich glaube, 2 Rennen schaffen wir noch. 64, nee, müssten sogar noch 2 sein, die wir schaffen. Gucken wir mal. So. Gutes Rennen. Gucken wir doch mal, wann unser Gegner ins Ziel kommt. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Aber das hier ist ein cooles Spiel, immer mal wieder so für zwischendurch. Das klingt jetzt böse, wenn ich sage als Platzhalter, aber es bietet sich halt dafür an, weil es keine Story hat. Man kann einfach einsteigen, ohne dass man jetzt irgendwie zig Trilliarden Sachen verpasst hätte. Das ist wirklich super, super gut geeignet dafür, wenn man jetzt abwarten muss, bis das nächste Projekt startet und man will aber auch jetzt nicht einfach den Platz freilassen, sondern gern noch irgendwas in der Zwischenzeit zeigen. Da ist das Spiel wirklich super für. Ja, und irgendwie wird unser Opponent, unsere Lupu, wird irgendwie nicht fällig. Das ist jetzt doof. Lupu, mach mal hin. Ich mach nur Lupu, 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 Lupu. Ich warte auf dich nicht sehr gern. Sag mal. Ist sie gestorben? Und im Sepp-Chat. Och, nix los. Oh, man kann jetzt neuerdings den Chat großziehen. Ach, auf ein gewisses Niveau, okay. Das ist ganz nice. Das passt. Ja gut, da die Liebe anscheinend irgendwie keinen Bock mehr hat, kommen wir jetzt natürlich auch nicht mehr zu dem, was ich noch machen wollte, weil ich nämlich gleich eigentlich noch los muss. Ich habe noch eine ganze Minute. Guck mal, in der Zeit hätten wir die Rennen noch geschafft. Super. Gut, ihr Lieben, dann würde ich mich an dieser Stelle, glaube ich, für heute von euch verabschieden. Heute war ein bisschen kürzer. Ich würde normalerweise cutten,
Aber das macht ja jetzt auch keinen Sinn mehr groß zu cutten, weil ich wie gesagt gleich abtrimmen muss. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag und morgen sehen wir uns wieder. Tschüss!